So. Also dann darunter. Na, scheint wieder ein Gegner in der Nähe zu sein. Also dieses dröhnende Rollen, was sich eher nach Stein anhört, sind diese kleinen Knubbelviecher hier. Und diese Schleimbälle. Und das andere, eher matschige, sind dann die Baummenschen. Aber jetzt ist alles totenstill. Hm. Oh, da flackert was. Was zur Hölle? Oh, das sieht doch aus wie unser Schlüssel. Aber trotzdem würde ich gerne wissen, was uns getroffen hat. Ninja-Stein, der hinter der Mauer verschwindet. Ah. Da ist eine Wurzel und wir können uns nirgendwo verstecken und der Stein kommt gleich. Was für eine garstige Ecke ist das denn hier? Boah. Ja. Also nochmal resumieren das Ganze. Der Stein blockiert den Weg dadurch. Also nicht wirklich blockieren, aber er kann uns halt einquetschen. Und hier sind überall blaue Flammen. Jedenfalls die Hälfte der Zeit. Das war dann wohl schlecht getimed. Aber hier war eine Wurzel. Die tragen wir gleich mal ein. Das ist dann Wurzel Nummer 3. Und den Rest ignorieren wir erstmal. Also falls das auf dem Boden liegt, dann heben wir es auf, wenn wir zu der Wurzel zurückkehren. Denn die werden wir ja wahrscheinlich noch brauchen, wenn wir uns merken sollen, wo die sind. So, hier ist nichts. Außer ein Stein, aber der geht nur bis da zu der Ecke. Was ist mit der Tür? Da war der Schlüssel. Oder da vermuten wir, dass der Schlüssel reinpasst, den wir gefunden haben. Na komm, Stein, Stein, Stein. So. Da ist jetzt dieses matschige Geräusch, das sind die Baummenschen. Die haben bisher ja keinerlei nervige Fähigkeit. Was ja schon fast wieder irritierend ist. Au. Oh. Sie können doch vergiften. Sie haben uns bisher nur fast nie getroffen. Okay, also müssen wir bei denen jetzt auch ein bisschen vorsichtiger sein. Und wir trinken gleich mal ein Gegengift, damit wir keine Magietränke verschwenden und keine Heiltränke. So, jetzt müssten wir noch 4 haben. Sobald wir nur noch 2, 3 haben, sollten wir vorsichtig werden und die Not dann ansetzen, wenn wir es wirklich brauchen. Oh, Steine, das ist gut. Also ja, juhu, Steine. Au, bei dir passen wir jetzt auf. Au, und die greifen ganz langsam an. Dadurch kann man das nicht wirklich gut timen mit dem Weglaufen. Also, ich kann es noch nicht gut timen, weil ich noch keine Übung drin habe. Aber das kriegen wir bestimmt mit der Zeit noch wieder hin. So, noch ein Teleporter. Nein, derselbe Teleporter. Hier ist nur eine Kerze. Was auch immer eine Kerze in einem toten Baum zu suchen hat. Was? Hä? Der hat nicht zugeschlagen und uns schon vergiftet. Oh, da ist dann noch einer. Ne, ich sehe nur einen auf der Karte. Also wir können jetzt Mana-Tränke trinken und uns hochheilen, aber wir wissen nicht, ob der Gegner von dem Zeitstopp-Effekt beeinflusst wird oder nicht. Also trinken wir wohl über einen Heiltrank. Hauen den tot. Wenn er dann endlich mal kommt. Ah. Na komm schon. Feiger, kleiner Baum. Komm, stirb. So, jetzt aber Gegengifttrank, da geht nichts dran vorbei. So, wir haben noch 1, 2, 3, 4. Wird langsam knapp. Und ja, wurde der übel ein bisschen was an Mana-Kräutern essen. Also wir könnten auch wieder pausieren, aber noch haben wir ein paar über. Und hier liegen jede Menge rum.
Also wirklich jede Menge. 5, 6 Stück. Ach schön, halten wir uns ein bisschen hoch. Und dann müssen wir jetzt einfach extrem vorsichtig sein, was die Baummenschen angeht und diese kleinen Schleimbälle. Denn was machen wir, wenn wir vergiftet werden und keine Gegengifttränke mehr haben? Weil wir haben keinen Giftheilungszauber, das heißt, irgendwann sterben wir. Und wenn wir abspeichern, während wir vergiftet sind und keine Gegengifttränke haben, dann haben wir verkackt. Dann müssen wir einen ganz alten Speicherstand laden. So, noch ein Stein, noch ein Mana-Trank und noch ein Baum, der ganz schnell sterben muss. Zack, der stirbt. Ein Nachteil davon, wenn wir ihn direkt anklicken, um ihn anzugreifen, ist, dass ich ab und an aus Versehen nach hinten gehe, weil halt die Tastatur, die Drehung auch mit der Maus möglich ist. Was ich gerne ausstellen würde, kann man das vielleicht irgendwo? Einstellungen. Spielsymbole? Nee. Lautstärke, Helligkeit, Sprache, Untertitel? Nö, anscheinend nicht. Schade. Na gut, mehr Mana-Tränke, noch mehr Mana-Tränke und eine Sackgasse. Das heißt, wir können ins Land der Wurzeln, wir können... Wie kommen wir da eigentlich hin? Wahrscheinlich mit einem dieser Teleporter. Also ja, wir gehen jetzt hier hin zurück, an dem Stein vorbei, an dem Teleporter vorbei, an dem Stein vorbei, an dem Stein vorbei... An dem Stein vorbei und dann zu dem Teleporter. Und zwar gerade zu dem, weil der so alleine da steht und hinter einer unsichtbaren Wand. Also hinter einer sichtbaren Illusionswand. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also ja, da muss irgendwas Besonderes hinter sein. Oder sind wir da schon durchgegangen? Nee, ne? Nee. Okay, also den ganzen langen Weg müssen wir jetzt gehen. Von wo sind wir überhaupt gerade? Ah, genau, da unten. Ja, ich bin ein wenig verwirrt. So, wo war der erste Stein? Der kam noch lange nicht. Also hier rum, links rum, geradeaus weiter. Und hier kommt bald der Stein. Achso, der ging nur hier immer hin und her. Also können wir den ignorieren. Dann kommt hier aber gleich der nächste. Genau, der durch den Teleporter immer durchgelaufen ist. Mal gucken, ob wir so einfach zurückkommen. Aber ja, 2 von 3 Mal hat er uns ja dahin teleportiert. Also warten wir jetzt, bis der Stein... Ne, wir sollten nicht darauf warten. Sondern wir sollten genau zum gleichen Zeitpunkt oder kurz davor rein. Das hat nicht funktioniert. Stein. Okay. So. Hinter dir her. Mäh. Ah, jetzt sind wir richtig. So, schnell aus dem Weg. Land der Wurzeln wollen wir nicht. Spitze wollen wir nicht. Wir wollen hier rum runter. Zu dem einsamen Teleporter. Die Ecke war doof. Hier war der Dreher drin. Und überall waren Stacheln. Oh, da ist eine Truhe. Stimmt, hier waren wir auch noch gar nicht und da auch nicht. Na gut, aber jetzt, wo wir schon mal bei dem Teleporter hier in der Nähe sind, sollten wir da auch mal lang gehen und gucken, was der macht. Also hier rum, darum, Löffelstiel. Was ich will, das ist nicht viel. Nämlich, was wollen wir eigentlich? Naja, die Gegenstände für die Truhe. Aber die werden wir so oder so eh finden. Was könnten wir noch gebrauchen? Gegengifttränke. Ja, die können wir immer gebrauchen. Oh, neue Rüstung. Ja, eine Rüstung und ein Helm wäre ganz nett. Weil die sind von den Stats hier zwar ganz okay, aber die sehen halt albern aus. Und wir haben das Schild nicht an. Ja, das hätten sie echt besser lösen können mit den Rucksäcken. Ah, wahrscheinlich bin ich einfach nur zu verwöhnt von neueren Rollenspielen. So. Mal gucken, wo es hingeht.
früher und schnell. Wir wollen kein Gift. Wir wollen absolut kein Gift. So. Da ist noch ein Gegner, da ist irgendein Gegenstand. Ha, ein Ministein. Oh, stimmt, wir haben gar keine Steine zum Werfen mehr. Komm mal mit. Wie viel Gewicht haben wir? Oh, das sieht gut aus. Oh, eine Kerze. Jede Menge Druckplatten überall. Oh, was haben wir da? Sieht wie eine Wurzel aus. Ah, diese schwarze Dingens da. Das markieren wir doch mal mit. Wurzel? Fragezeichen gibt's nicht. Wurzel? Fragezeichen. Oh, die rastet hier gar nicht ein. Hm. Brauchen wir vielleicht wieder so einen Steinblock. Also einen beschwörten Steinblock. Dich nehmen wir auch mit. Und dich töten wir ganz schnell. Nee, nicht treffen, wir wollen nicht vergiftet werden. Gab es eigentlich Schutz gegen Gift? Wir haben keine Magiestufe bekommen, keine Kämpferstufe. Und nee, es scheint keinen Schutz gegen Gift zu geben als Fertigkeit. Verringert nur Schaden. Schade, schade. Noch eine Druckplatte, die nicht einrastet. Also ja, so viele Steinblöcke haben wir dann doch nicht. Ah, komm her. Und die rastet hier auch nicht ein. Das könnte problematisch werden. Denn wenn die nicht auslösen, wird der Sack und die... Ah, scheiße. Und die anderen Steine das auch nicht einrasten lassen. Überall Druckplatten. Nee, nee, nee. Oh, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Hm. Also irgendwie werden die Druckplatten in der richtigen Reihenfolge wohl doch gedrückt werden können, damit wir dann hier in die Mitte reinkommen. Probieren wir es einfach mal andersrum. Ah, heilen und nicht heilen. Na, Heilzauber erstmal. Gifttrank warten wir noch, bis wir gegen noch ein, zwei Baumenschen gekämpft haben. Weil Mana haben wir dank der ganzen Magietränke, die wir gefunden haben, genug. Oh, hier ist eine unsichtbare Illusionsdingens. Ah, die werden auch erst eingezeichnet, wenn man durchgeht, nicht wenn man daneben steht. Das heißt, hier könnte theoretisch auch noch irgendwo eine Wand sein. Hätten wir noch mal was Neues dazu gelernt. Hier haben wir einen Teleporter, da wollen wir nicht rein, solange wir nicht alles hier abgegangen sind. Und noch eine Wurzel. Boah, sind das viele. So, Wurzel. Jetzt gehen wir wieder um den Teleporter herum und schauen uns erstmal oben um. Also hier, ob irgendeine von den Wänden Illusionswand ist. Also hier ist Illusionswand Nummer 1, aber die kennen wir ja. Hier flackert soweit nichts. Und wir haben nur diese Wurzeldurchgänge, wo man nicht durchkommt. Also sind es auch nicht wirklich Durchgänge. Oh, die hier rastet ein. Stein. Sehr schön. Also haben wir wahrscheinlich gar keine Illusionswand, sondern nur die richtige Reihenfolge von den Dingern. Du willst nicht... die nächste Platte. Da. Du willst immer noch nicht. Dann müsst ihr jetzt theoretisch die hier einrasten. Genau. Müsstest du jetzt einrasten? Einrasten? Einrasten. Sack. Das ist jetzt doof. Na gut.